Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Nini und was mache ich hier überhaupt? Ich habe auf Steam im Sale ein Spiel gesehen, was ich sehr interessant fand. Es sah so niedlich aus. Und zwar heißt das Never Alone. Es ist mit so einem kleinen Füchschen, so einem Polarfuchs und das sah einfach so niedlich aus, dass ich es mir holen musste. Und ich dachte, das Spiel heißt Never Alone. Und dann dachte ich, dann spiele ich das halt einfach mal nicht alleine, sondern nehme euch mit. Also euch, falls sich überhaupt jemand das hier anguckt, aber wer weiß. Ich dachte, ich hatte da einfach mal Lust drauf und dachte, ich mache das jetzt einfach mal. Und es sah einfach so süß aus. Ich möchte direkt loslegen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir eben die ersten 10 Minuten schon mal angeguckt und habe dann gemerkt, dass mein Ton da... Ja, da war was falsch eingestellt und es hörte sich grauenvoll an. Und ich habe zum Glück zwischendrin schon gemerkt, dass dass da was falsch ist. Habe es mir angehört und dachte so, nee, das kannst du so nicht sagen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt nochmal von vorne. Und ich lege jetzt einfach direkt los. So. Neues Spiel. Das möchte ich mir bestätigen. Die Inupiat. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Und ich hoffe, es nimmt mir auch niemand übel, falls es falsch ist. Die Inupiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Jetzt fällt mir das Lesen schon schwer. Lerne mehr über die Inupiat durch freischaltbare Kultureinblicke. Das sind Einblicke, die im Spiel immer wieder kommen, weil das Spiel wurde wohl zusammen mit den Inupiat oder mit diesem Volk zusammen entwickelt. Also das wurde wohl mit denen eng zusammengearbeitet. Und es gibt immer mal wieder so Stellen, wo man Einblicke bekommt in dieses Leben, in dieses, in diese Kultur der Inupiat und das sind dann mal kleine Videos und vielleicht auch mal Interviews und ich denke, ich werde einfach mal immer, ich werde das wie so Folgen machen und am Ende immer mal so ein, zwei dieser Einblicke zeigen und zwei habe ich mir schon angeguckt und dann werden wir mal sehen, was es da so Schönes gibt. Ich habe noch nicht viel über die Inupiat gehört und finde es sehr, sehr interessant und vielleicht kann man ja noch ein bisschen was lernen mal beim Spielen. Aber wir legen direkt weiter los. So, die Einblicke werden wir uns jetzt nicht ansehen, das werden wir am Ende machen. Da die teilweise schon relativ lang sind.
Fail vom ersten Mal, den wird jetzt auch keiner sehen. Ich habe nämlich beim ersten Mal nicht lange genug gedrückt und dann hätte ich sie fast schon umgebracht. Da hinten läuft schon der süße kleine Polarfuchs. Das Spiel ist relativ laut. Ich glaube, ich muss das gleich mal ein bisschen leiser machen. Aber jetzt gerade ist schlecht. Es ist immer wieder schlimm, so zu sehen. Das arme kleine Mädchen. So. Ich könnte jetzt mit jemandem zweites hier an meinem einen Monitor spielen. Oder im Einzelspielermodus selbst zwischen Fuchs und dem Mädchen, wo ich immer noch gar nicht weiß, wie die überhaupt heißt, hin und her zu wechseln. Das werde ich auch gleich machen, den Einspielermodus starten, aber ich werde mal ganz kurz das Spiel ein bisschen runterdrehen. Also in der Lautstärke. So. Ganz kurz. So, ich denke, so ist das. Müsste das deutlich besser sein. Deutlich angenehmer. So. Und jetzt spiele ich den Fuchs und werde den bösen Bier versenken. Oh. Eigentlich finde ich Eisbären ja auch sehr niedlich, aber in dieser Situation. Der Fuchs ist einfach niedlicher. Oh. Ich will auch so einen kleinen Fuchs. Hey. Ach so, ich muss ja als Fuchs klettern. Und dann kann ich hier Seil runterschubsen und mit ihr hochklettern. Yay. Ich stelle mir das, glaube ich, ganz gut vor, wenn man das auch mit dem Controller spielt. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich den auch anschließen. Habe ich jetzt diesmal gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich denke, von der Steuerung her wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Also ich glaube zumindest, dass es Controller-Unterstützung hat. Ich meine, das gesehen zu haben. Kann aber auch sein, dass ich mich da vertue, weil ich habe im Sale ein paar mehr Spiele gesehen und mir angeguckt. Und ich meine, das war bei diesem gewesen. Ups! Ja, der Wind hat's in sich. So ein bisschen auf Insel. Oh. Ich bin in dem Moment auch noch gesprungen, da ist sie richtig weggeweht. So, das nächste Mal halten wir dagegen. So, Fuchsi, wo bleibst du? Ich bin auch sehr rolle. Kann ich singen doch. Super, ja, ich kann doch die Karte blühen. Sollte ich erwähnen, dass ich das erste Mal hier runtergefallen bin und das Mädchen versenkt habe? Und beim zweiten Mal mit dem Fuchs runtergefallen bin und den Fuchs versenkt habe? Besser nicht, ne? Kann du den Pekpacher nach der Lange damals kommen? Ich kann auch da rot. So, nee, stimmt. Ich muss dir warten. Wie war das jetzt? Guck mal, ich habe das eben nochmal gemacht und ich habe vergessen, wie es ging. So ging es. Von der Seite kam man dann. Oder auch nicht.
bin aber auch in sowas immer relativ schlecht. Ich glaube, ich wechsle lieber zum Fuchs. Den spiele ich irgendwie lieber. Der ist auch so süß. Ich hätte auch gern so einen zu Hause. In den einen... Achso, hier muss ja unten rum. In den Einblicken, das werde ich am Ende auch nochmal zeigen, da erzählt jemand, dass, ich glaube, sein Großvater war es, dass der so ein Polarfuchs als Haustier hatte. Und dann erzählt er seine Erinnerungen an die Kindheit und an diesen Polarfuchs und dass die wirklich so zusammen gespielt haben. Das war zu früh. Ich glaube, das geht schon, oder? Ja. Und das stelle ich mir so schön vor. Das müssen so schöne Erinnerungen sein. Also es hörte sich sehr, sehr schön an. Und so ein bisschen wie halt mit dem Hund, ne? Und das... ich bin ja wahnsinniger Tierfreund. Das muss echt schön sein. Gegen diesen Wind muss man echt immer ganz ordentlich gegenhalten. Das ist echt nicht leicht. Und ich glaube, wenn die ins Wasser fällt, dann ertrinkt die auch relativ schnell. Also die eine, da an der einen Stelle ist sie mir vorhin ja auch ertrunken. Und der Fuchs auch. Das war schlimm. Sie war ja schon schlimm, aber der Fuchs war noch schlimmer. Ich hoffe, es passiert nie wieder. Das ist die Stelle, wo ich vorhin gemerkt habe, dass mit meinem Ton was nicht stimmt. Das scheint das Heimatdorf zu sein, was brennt. Und, ja, ich bin sehr gespannt, was passiert ist. In your look, the king of my look, the reaction roll of being on. If a halak simmer of summer time, the cat check come in a nick shop, pocket hang on nago, the vaktane. Do not kick if he walked to a nick shop. In your way, to conduct a one exit. Es heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Bin mal gespannt. Die Werkscher Rollo bringt gar Tautuktane. Tautukunaktuak Sunapayak, Sekuminganeksok. Die Werkscher Rollo in Juliakatinge, Bisaulaganeksut. Ano ko niya? Ano ko lakpaskin niya? Dahil na kuminyait ka. Tama nga ikumawak tuwamin. Kakarak pa ang inyo niptaktok. Sumalagul lang kami. Nibayak siya karulong. Pichin niya nga niya. Ako sa rasan. Agalan kakarak paskin niya sa gabi nga ito. Imen niya ulit sa gabi kami. Samang nga nun namin.
Huch. Jetzt fliegen die mir nachher nach und nach hier runter, oder? Huch. Und dann geht der Wind in die Richtung und dann... Huch. Hilfe. Und wo geht's weiter? Ach, einfach runter. Aber der Wind ist echt heftig. Also, das ist echt kaum vorstellbar. Man kommt, lebt in einem Dorf und man kommt nach Hause und es ist einfach nichts mehr da, außer Schutt und Asche. Und das mag man sich kaum vorstellen. Und dann diese Viecher. Huch. Was muss ich denn noch? Huch. Nein. Oh nein. Oh, wie traurig der aber auch geguckt hat. Jetzt sieht man mal dies. Was ist das? So. Huch. Oh nein, da. Aber wie mache ich denn das? Ich muss da. Da komme ich doch nicht in eins rum, oder? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da so rumkommt. Anscheinend doch. Oh, aber das ist echt traurig. Also, die dürfen nicht. Ich darf nicht so oft fehlen, weil die dürfen nicht sterben. So, ich denke, ich werde jetzt noch mal 2, 3 Einblicke zeigen und dann danach erst weitergehen. Ich glaube, das ist gerade ein Moment, wo man das gut machen kann. Und wir werden uns mal ein bisschen was anschauen über dieses Volk. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiaq. I'm from the Arctic Ocean. I am Inupiaq. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are. And we want to continue that. Auf jeden Fall sehr interessant. Und eins muss ich unbedingt jetzt nochmal zeigen. Das habe ich mir vorhin schon angeschaut. Habe ich auch eben schon mal kurz erwähnt. Der Polarfuchs. Oh, die sind so niedlich. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They
pull tricks here and there. And foxes are like spoiled little kids in that way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she is happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Das ist doch sehr süß, oder? So, das gucken wir noch und dann mache ich Feierabend für heute. Das kenne ich jetzt selbst noch nicht. Celia is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Celia. It's a very spiritual, and we have a relationship with Celia. Celia has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home. Or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things. It's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Also ich bin sehr gespannt, was wir da alles noch so erfahren werden über die Inupiat. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie man es ausspricht. So wie die es in dem einen Video ausgesprochen haben, schaffe ich das definitiv nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das ganz interessant eigentlich umgesetzt, das mit diesen Kultureinblicken und diesem Spiel, so diese Zusammenhänge. Was da so alles hintersteckt, das ist, ich finde es sehr, sehr spannend und das ist mal was ganz anderes. Und bin sehr gespannt, was wir da noch alles so Schönes sehen werden und wie diese Geschichte weitergeht von diesem Mädchen. Und wenn du auch neugierig bist, dann schau ruhig beim nächsten Mal weiter mit zu. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!